bisschen neutraler und weniger emotional. Jetzt sind schon mal so ein paar Monate ins Land gegangen. Ich möchte an der Stelle einmal verschiedene Beleuchtungskonzepte beim VW Caddy. Caddy 3, Caddy 2K, wie auch immer, Baujahr 2014, Facelift mit H4 Scheinwerfern einmal vorstellen. Oder mal, ja, ich sag mal vorstellen. Also aktuell verbaut sind die Außenrahmenleitbrecker H4. Ja, die machen so ganz ordentlich Licht. Jetzt ist auch schön ordentlich dunkel. In den Sommermonaten war es immer schwierig, da gescheite Aufnahmen hinzukriegen. So, wir können einmal mit Fernlicht spielen, so ein bisschen. Also nichts gegen dieses
6000 Kelvin Licht, also dieses kaltweiße. Als Arbeitsscheinwerfer finde ich das total gut und brauchbar. Aber in der Kombination mit den Scheinwerfern vom Caddy funktioniert das einfach nicht. Auf Regen. So,
dazu jetzt mal sagen, jetzt mal Fernlicht. Das sind schon die zweiten Nightbreaker. Die ersten haben mich maßlos enttäuscht. Weil die flächige Ausleuchtung irgendwie nicht gepasst hat. Also da ist jetzt, da stehen wir jetzt gerade schon ein bisschen besser da.
Jahre gewartet. Habe mich darauf gefreut wie ein kleines Kind. Habe die gekauft, habe die eingebaut, als sie dann für dieses Auto zugelassen waren. Und im Sommer auf dem Weg von Hamburg nach Hause hatten wir ziemlich starke Regenfälle auf der Autobahn. Und als es dann abends ein bisschen dunkler wurde und immer noch geregnet hat und es einfach wirklich nur allertiefste Nacht war und ja, eben nass dabei, hast du nichts mehr gesehen. Es war einfach nur dunkel. Und das ist jetzt hier besser. Jo, ich glaube, das sieht man jetzt hier nicht so richtig, aber die Ausleuchtung ist jetzt deutlich besser als vorher. Nebenan fährt mal einer, der wahrscheinlich Serien-LED hat und ja, viel besser leuchtet der gerade auch nicht. Also wir haben jetzt, ich will nicht sagen Starkregen, also wir haben schon ordentlich Regen jetzt gerade. Und ich glaube, das Ergebnis, ja, da kann man mit leben, ne? Schilder werden gut angeleuchtet, das war vorher auch schon, aber ich wollte nur noch mal eben draufhalten, um zu zeigen, wie es dann eben in der Dunkelheit sich so verhält, ne?